Hi, heute hat es geschneit und dann nutze ich natürlich die Gelegenheit, direkt drei Dinge zu tun. Wandern im Schnee, fotografieren im Schnee, Lanceball-Fotos im Schnee. Zwischendurch blende ich immer Bilder ein, die sind zum Teil original und zum Teil nachbearbeitet. Das Filmen draußen, das Videografieren ist natürlich immer was anderes als drin in einem Studio. Und gerade jetzt im Winter, wenn Schnee liegt, hat man das Problem, der Schnee ist natürlich sehr, sehr hell, weil er ja weiß ist. Und die Kamera ist immer bemüht, in der Belichtung einen neutralen Wert zu erreichen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man einen sehr hellen, schneebedeckten Hintergrund hat. Und ich als Person mit dunklen Bekleidungsgegenständen im Vordergrund stehe, dann saufe ich förmlich ab und bin dunkel wie Batman. Das will ich natürlich nicht, aber das zu verhindern ist extrem schwierig. Hier habe ich eine Stelle entdeckt. Ich gehe noch mal ein Stück zurück. Einfach nur ein Baum, ich würde sagen eine kleine Eiche, steht hier schneebedeckt in der Heide und bildet dort, Moment, ich halte mir den Finger hin, hier so eine schöne Y-Form, und das werde ich jetzt als Rahmen verwenden, um den schneebedeckten Bereich dahinter einzurammen letzten Endes, und mal gucken, ob ich das hinkriege. Im Grunde soll das Bild dann gleich ungefähr so aussehen, aber Fotos machen und filmen gleichzeitig geht nicht, also müsst ihr euch gedulden und das Endergebnis abwarten. Die erste Nachbearbeitung sieht aus wie eine vergilbte Postkarte. Bei der zweiten sieht man etwas mehr Grün im Bild. Naturbelassen gefällt es mir persönlich am besten. Hier an dieser Stelle versuche ich mal ein sogenanntes High-Key-Foto zu machen. Letzten Endes ein Foto, das zu hell erscheint und dadurch eben einen bestimmten Flair, einen bestimmten Charakter entwickelt. Aber das hat mir überhaupt nicht gefallen, deswegen belasse ich es auch hier beim Original. Was man hier sehr schön sehen kann, sind die ganzen Kaninchenspuren im Schnee. Sehr typisch. Und hier um den Baum herum auch eine ganze Menge. Würde man natürlich ohne Schnee alles nicht erkennen können. Hier kommt das erste und auch das direkt letzte Glaskugelfoto, das ging gar nicht. Die Sache mit dem Lanceball, mit der Glaskugel, habe ich jetzt mal dran gegeben. Ich merke einfach, dass ich ein zweites Paar Hände bräuchte, was ich nicht da habe, um das richtig umzusetzen. Und bevor das Ding noch Schaden nimmt, stelle ich das für heute ein, mache noch ein paar schöne Fotos, die ich euch gleich noch zeigen werde. Hier sieht man mal, was hier heute in der Heide los ist. Ich filme natürlich nur die Leute, die weiter weg sind, damit man die nicht erkennen kann. Ich hoffe, ihr könnt es im Bild sehen. Hier sind sehr viele Leute heute unterwegs, die wahrscheinlich dieselbe Idee haben wie ich. Das erste Bild ist angelehnt an die Analogfotografie. Das zweite soll ein bisschen verträumt erscheinen. Und das dritte ist nur leicht aufgehellt und gefällt mir auch hier am besten. Das ist das Original. Jetzt kommt ein bisschen blauer Himmel dazu. Der blaue Himmel wird von einer untergehenden Sonne verändert. Anschließend kommt so ein bisschen Sahara-Flair dazu, wie ich finde. Finde ich sehr schön. Und dieser übertriebene Sternenhimmel ist natürlich zu viel. Das erste Bild sieht richtig nach Winter aus. Das Bild finde ich auch noch ganz schön. Der Himmel ist nicht übertrieben. Und das dritte Bild hat Alfred Hitchcock gemacht. Diese Winterlandschaft habe ich extra mit reingenommen als lieben Gruß an Frank und O auf der Insel Koh Samui im Golf von Thailand. Alles Gute! Hier liegt der Fokus zunächst vorne auf dem quer verlaufenden Ast, bei dem zweiten Bild hinten auf der Buschreihe. Auf den ersten Blick fällt das kaum auf. Ein reiner Zufallsschnappschuss in verschiedenen Bearbeitungen, wobei mir auch hier die letzte Bearbeitung in Farbe am besten gefällt. Wie findet ihr das? Mir gefällt es eigentlich sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Es sind doch eine ganze Reihe Leute hier unterwegs.
was das Filmen und Fotografieren natürlich auch nicht einfacher macht. Abgesehen davon werden meine Finger langsam eisekalt. Wenn man fotografiert, ist es mit Handschuhen immer sehr schwierig, die ganzen kleinen Knöpfe zu bedienen oder die Kamera nicht fallen zu lassen. Deswegen machen wir jetzt Schluss für heute, aber keine Sorge, es geht weiter. Ihr könnt mir gerne mal Kommentare schicken, was euch interessieren würde. Ein Reiseziel, eine gute Idee. Wenn ihr gute Ideen habt, was ich für euch vielleicht mal drehen oder fotografieren könnte, dann schreibt mir eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.